Hey, was geht? Hier ist Comanche und willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 3. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir nehmen mal die Munition mit. Sonst haben wir gar nichts. Ich meine, wir könnten das noch schnell Zugriff auf die... die 4 machen. Dann suchen wir mal das Gegenmittel. Okay, wir müssen dahin. Okay, der ist tot. Jo, was geht mit denen ab? Oh, die mag ich gar nicht, ey. Sind die tot? Oh, die sind nicht tot. Oh, wie tue ich die besiegen, ey? Oh, ich laufe einfach durch. Okay, wir haben was. Den Impfstoff synthetisieren. Ja, oder vielleicht auch nicht. Warte, sonst habe ich hier gar nichts, oder? Schießpulver haben wir hier. Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Anderson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biowaffensystem Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verarbeitung von Testpersonen beauftragt wurden. Die Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam wie unten erläutert. In dieser Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, dass sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt dieses Exemplar Paleheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezielle Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch diese erstaunliche Regenerationsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage waren unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter mit in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung, Gabriel Red. Okay, ich hoffe, der meint die Dinger, die gerade da unten sind. Was haben wir hier? Pistolenmunition. Okay, einen weiteren haben wir. Okay, wir müssen jetzt zurück und da sind sehr viele Gegner. Das heißt, es wird jetzt sehr schwer sein, die zu besiegen. Wir werden, glaube ich, einmal gebissen sein. Okay, dann benutzen wir mal die Heilung hier. Okay, rein da. Okay, das ist schon mal gut. Oh, ich hoffe, die sterben.
Die sind tot. Was kommt der da? Okay, die sind relativ tanky. Nein! Hä, wo kommt der denn her? Hä, die sind drei. Oh Junge, ich laufe einfach. Gerade gar keinen Bock auf die. Ich weiß nicht, soll ich speichern oder soll ich nicht speichern? Ja, wir gehen mal weiter. Boah, wir hätten den USB-Stick mitnehmen können. Okay, wir müssen jetzt... Ich meine, wir haben das Lösungsmittel. Können wir das hier benutzen? Unautorisiertes Material erkannt. Entweder verstehe ich es falsch oder es fehlt ein Schritt. Ja, ich glaube, da fehlt etwas. Munition wichtig. Ja, aber was fehlt denn? Was haben wir hier? Easy zur Impfstoffsynthese. Über die Rolle von Antigen und Adjuvantien ist in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathaniel Brandt, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese des Impfstoffes sind sowohl eine Antige und eine Adjuvanz erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvanz die Wirkung solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt, indem man Proben miteinander beiden Stoffen kombiniert, kann man einen potenten Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen und Adjuvanzproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als 1000-fach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Okay, wir brauchen noch eins. Okay, das ist da unten, oder? Warte, was steht hier? Untersuchen. Antigenprobe. Okay, wir brauchen das andere. Ja, perfekt. Und die müssen wir beide hier kombinieren und dann haben wir das, glaube ich. Aber wir brauchen, glaube ich, den USB-Stick, sonst kommen wir, glaube ich, nicht weit. Nimm mal die Waffe. Okay, wir brauchen safe den USB-Stick. Dann müssen wir, glaube ich, woanders hin. Ja, von hier sind wir gekommen. Boah, ich hoffe, die Kollegen kommen jetzt nicht durch die Tür, ey. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Okay, wir müssen safe zurück, ey. Ich hoffe, der Dicke kommt da nicht. Okay, wir speichern das mal. Ja, immer neuer Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal und suchen die andere Probe. Kann ich den USB-Stick nicht mitnehmen?
Jo, wir brauchen den USB-Stick. Warte mal. Ja, wir können nur da lang gehen. Vielleicht habe ich da etwas übersehen. Oh mein Gott. Hallo. Ja, hier irgendwas. Ah ja. Der steht drauf, oder? Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert, unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch mit einem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvanzproben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore, aber ich muss einen Weg finden, an diese Probe zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließ bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ergebnisse in Bewegung gesetzt haben. Okay, die haben wenigstens einen Impfstoff versucht zu machen. Okay, was haben wir hier? Oh, Säuregranaten. Big. Wir machen den Kombinationsboss. Wir tun das mal wegschmeißen. Ja. Dann können wir das mal kombinieren. Das tun wir mal mitnehmen. Ja, wir schießen jetzt mal ein bisschen mit der Pistole. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Kraut. Warte mal. Ja, passt. Hä? Okay, wir laden nach. Dann heißt, wir können das mitnehmen. Und wir können das gleich kombinieren mit dem grünen. Perfekt. So, Schießpulver können wir jetzt kombinieren, aber... Wow, doch nicht mit der Waffe. Okay, der ist tot. Ja, wir brauchen den USB-Stick, oder? Was für Hilfsaggregat? Das muss die Stromversorgung sein. Okay, wir brauchen Saft. Nein, chillig. Was ist seine Mission? Nein. Was ist unsere Mission? Abhauen. Warte, ich rüste mal das Messer wieder auf die 4. Nicht, dass er wieder aufsteht oder so. Okay, erstmal alles looten hier. Erste Hilfe Spray, big. Ja, kombinieren wir das da. Okay, wichtig. Erste Hilfe Spray ist immer gut. Okay, rein da. Weiter. Okay, wir können weiter rein. Okay,
Okay, hier scheint es irgendwie kühl zu sein. Ey, haben wir genug? Nein, wir haben nichts. Sprengstoff B. Hier sind die ganzen Monster da. Gott, werden die hier etwa produziert? Das sind Tyrants. Ja, genau. Wir hatten Probleme mit einem. Hier sind einfach 6, 7 Stück, ey. Und die Dinge da. Oh mein Gott. Okay, wir gehen hoch. Okay, speichert. Speichern ist nicht immer gut. Okay, der Kollege steht drauf, oder? Okay, der bleibt liegen. Sehr sympathisch von ihm. Aus dem Weg! Oh, ich glaube, das ist okay. Okay, nice. Wir müssen irgendwie mal Jakov treffen. Warte mal. Jungs. Euch traue ich nicht. Nein! Oh, nicht so ein Ding, ey. Wir müssen laufen. Oh mein Gott, die Dinge hasse ich, ey. Okay, für die brauchen wir sehr viele Schüsse, ey. Oh, weil die sehr, sehr tanky sind. Also hier, ja, Sprengstoff A. Ich meine, wir können runter und Sprengstoff A wiederholen. Oh, die alte steht auf. Wichtig. Bleiben Sie bitte liegen. Das dient zu Ihrer Sicherheit. Boah, gib mir Muni. Wieso gibst du mir Sprengstoff A? Aber wir können jetzt kombinieren ein bisschen. Nice. Verstärkt sie die Immunsystemreaktion. Heißt es jetzt, wir können das einfach so kombinieren? Ja. Geil. Okay, was haben wir hier? Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frank. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichsten Gratulationen für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein fürwahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrannen einzuführen und ihn extrem zu kontrollieren. Ich kann nicht umhin mit solcher brillanten Idee beeindruckt zu sein. Okay. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu diesem Abweich von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen, indem sie sich der Verantwortung von Parasiten zugewandt haben, schaffen sie eine gefährliche Präsenzfall.
Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderung und Gegenproben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus und zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerst Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKW ohne Bremsen zu kaufen, aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie einen Abschluss in Wissenschaftslehre besitzen, also haben sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmalereien für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Forschungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Nathaniel Brand, PhD. Also nennen Sie ihn Nemesis. Ja, so heißt das Ding, der sehr schwer kontrollierbar ist. Okay, wir gehen raus. Okay, die stehen nicht auf, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Okay, rein da. Jetzt können wir die Probe benutzen. Lauf! Das war so klar, ey. Hallo, darf ich auch mal... Keine Muni mehr. Okay, der ist tot. Oh mein Gott, was war das denn? Ja, chillig. Wir benutzen Schnellzugriff auf die 3, weil wir für das jetzt keine Muni mehr haben. Ich muss sowas von den anderen Spielstand laden. Damit wir mehr Muni bekommen. Okay, wir müssen hoch. Boah, das war so klar, dass die aufgehen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das benutzen soll. Okay, wir müssen zurück. Oh doch, ich weiß jetzt, dass ich das benutzen soll. Nein, nein, nein. Weg da, weg da, weg da. Nein, wir müssen runter. Oh mein Gott, ich bin falsch gelaufen. Jungs. Einmal knabbern geht noch. Aber dann ist Schluss. Ja, lauf doch nicht in die Ecke. Jo, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Ja, erste Hilfe, ja, wo ist sie? Boah, ich weiß nicht, ob ich speichern soll. Ja, komm, ich speichere mal. Boah, ich will gar nicht Dinge, ey. Wir sind sowas von erledigt.
wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Nein, wir müssen ja hochgehen. Ne, wir müssen da hochgehen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich hoffe, wir werden mit der Zeit irgendwie geheilt. Okay, wir können das benutzen. Rein da. Low, low, low. Aha. Okay, was müssen wir machen? Dass es gleich anzeigt, oder wie? Okay, das war geraten. Impfstoff wird synthetisiert. Ja. Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche. Okay, machen wir. Oh nein, 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 nein. Okay, wir sind sowas von erledigt. Gib mir bitte Heilung. Einfach One-Hit. Wir werden jetzt schon tot. Oh nein, es kommt derbe. Bitte steh auf, Chill. Quicktime, was geht da? Komm schon. Jo, ich drück doch weh. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich habe doch weh gedrückt. Okay, wir sind wieder hier, wir sind wieder hier. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy.